In den letzten Wochen beim Training habe ich mich so richtig rund gemacht. Ich stand jetzt vorm Spiegel, habe mir gedacht, oh weia, wie sieht das denn aus? Völlig verzerrt, völlig verspannt. Und genau dann wird es immer Zeit, eine Woche sich mal runterkommen zu lassen, eine Deload-Woche einzulegen. Ich grüße euch Sportsfreunde. In diesem Video mal so ein bisschen was Persönliches aus meinem Training, wie es bei mir so in der letzten Zeit lief. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, ich bin dabei, die 90 Kilo zu knacken. Genau genommen stand ich schon bei 88 Kilo kurz davor und war mit meiner Form wirklich zufrieden. Und ich glaube, das ist auch gerade so das, was meine derzeitige Situation ausmacht, dass ich sage, ja, die 88 Kilo mit einer wirklich zufriedenstellenden Form vor den Spiegel zu bekommen, das war mir früher auf keinen Fall möglich. Da war ich ja mal bei über 95 Kilo, die sahen allerdings ziemlich schwammig und ziemlich fettig aus. Und wenn ich mir selber so angucke, gerade so meine Taille, die hat sich bei 88 Kilo so gut wie gar nicht verändert. Ich könnte höchstens minimal irgendwie anhand der Gürtellöcher ausmachen, dass da ja jetzt irgendwie so ein halbes Gürtelloch dazugekommen ist, aber eigentlich gar nicht der Rede wert. Die ersten Wochen haben brillant bei mir funktioniert. Ich habe wirklich von Woche zu Woche mich weiter aufgebaut und war mit meiner Form als auch mit meinen Kraftleistungen nicht nur zufrieden, sondern mehr als das. Ich hätte es einfach gar nicht gedacht, dass ich so gut aufbauen kann. Dazu gehört natürlich die Kost, also eine kohlenhydratreiche Kost. Gerade da habe ich voll auf die Kartoffeln und auf den Reis gezählt. Beim Reis muss ich natürlich sagen, das stopft enorm, sodass ich mit den Kartoffeln durchaus besser fahre. Da kriege ich einfach größere Mengen mir reinverleibt und ich glaube, ich war bei 6 oder 7 Mahlzeiten, je nachdem, was man jetzt für eine Mahlzeit definiert, natürlich ständig am Essen, genau in meinem Metier. Hinsichtlich Supplemente habe ich keine Gainer oder sowas genommen. Ich bin jemand, der einfach keinen Weight Gainer braucht. Ganz einfach deshalb, weil, wie ich es bereits schon gesagt habe, ich ein enorm guter Esser bin und Essen für mich einfach ja, ein Glück auf Erden ist. Ich mache es gerne und am besten große Mengen. Von daher konnte ich auf den Gainer verzichten. Die Kombination aus Kreatin und Beta-Alanin, die hat mich diesmal wirklich weit gebracht. Und zwar ganz wichtig, beim Beta-Alanin solltet ihr jetzt nicht nach 1 oder 2 Wochen irgendeine herausragende Wirkung erwarten. Das Ganze muss sich erst sozusagen aufbauen. Also über einen Zeitraum von 4 bis 5 Wochen sollte man mindestens durchgängig mit Beta-Alanin arbeiten. Meiner Auffassung nach eigentlich sogar länger. Und ich glaube, ich bin jetzt mit circa 7 Wochen, müsste ich mal genau gucken, mit circa 7 Wochen durchgehend Beta-Alanin dabei. Und da kann ich euch sagen, gerade was die Carnosinbildung angeht, diese Übersäuerung beim Training und so weiter, mir macht das momentan nichts aus, gerade so bei ekelhaften Beineinheiten auch mal wirklich in diese Wiederholungsbereiche reinzugehen, wo, ich will jetzt nicht arrogant sein, aber 90% der Leute echt abkacken und sagen, die Wiederholung kann ich auch noch im nächsten Satz machen. Bei mir brennt es auch nicht in den Beinen. Vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich mir ganz gerne mal so ein Pump-Supplement reinhaue. Dieses Gefühl auch liebe, wenn die Beine gerade dick werden. AKG und L-Citrullin in der Kombination haut bei mir auch ordentlich rein. Vor allen Dingen dieses Gefühl danach, so ein paar wackelige Schritte zu gehen, entschädigt doch dann auch für die Qualen, die man im Beinsatz auf sich genommen hat. Hört sich jetzt alles ganz toll an, ich kann euch aber auch eine Sache verraten, ich habe seit 4 Wochen keinen Bizeps trainiert und zwar hat das Ganze mit einem, ich kann gar nicht sagen, wie man das nennen soll, jetzt irgendwie Unfall kann man das auf keinen Fall nennen, aber mit einem Missgeschick zu tun und zwar meine kleine Tochter, die ja schon mit über 4 Kilo auf die Welt kam, habe ich in so einer Babyschale getragen und da das natürlich irgendwann recht schwer wird, wie sie wiegt jetzt mittlerweile bestimmt 8 Kilo oder sowas, habe ich mir das hier in die Armbeuge getan, habe in der Armbeuge dann meine kleine Tochter so durch so ein Einkaufszentrum durchgetragen, dann auf die andere Seite gewechselt und das über mehrere Stunden. Es hat zwar scheiße wehgetan, aber da macht man sich natürlich keine Gedanken, wenn man seine eigene Tochter in den Armen trägt, dass dann von dieser Kinderschale, von diesem Autositz, dieser Plastikbügel hier mir direkt auf der Bizepssehne rumreitet und genau das ist es jetzt auch gewesen. Also mir tun links und rechts die Bizepssehnen seit durchgängig 4 Wochen weh. Das Ganze ist mittlerweile so eine Art Entzündung, die ich da auch gar nicht richtig rausbekomme. Könnt ihr gerne nochmal in den Kommentaren schreiben, ob ihr schon mal sowas Ähnliches hattet. Ich hatte ja, wer es weiß, vor glaube ich 1,5 Jahren oder vor 2 Jahren Probleme mit der Bizepssehne oben rechtsseitig und jetzt wie gesagt auf beiden Seiten. Ich bin mir auch ganz sicher, das kommt daher, dass ich meine kleine massige Tochter durchs Einkaufszentrum getragen habe und jetzt natürlich auch noch immer viel auf dem Arm habe. Habe ich mir jetzt auch so eine Vorrichtung gekauft, die man sich so vor den Körper schneidet, so eine Art Geschirr, wo ich sie so reinsetze.
Nichtsdestotrotz, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich mit Creme, mit am besten Traumehl oder Voltaren oder sowas, so ein bisschen was örtlich mache. Dazu nehme ich Zissos, aber wie beim Beta-Alanin auch, Zissos braucht quasi auch seine Zeit, um zu wirken. Gerade so 6 bis 8 Wochen sollte man Zissos schon durchgängig nehmen. Und da kann ich jetzt seit knapp zwei Wochen, seitdem ich es nehme, natürlich noch keine Wunder erwarten. Ansonsten läuft es bei mir gut. Also wie gesagt, gerade was das Bizeps-Training angeht, habe ich jetzt seit einiger Zeit ausgesetzt, aber Rückentraining, da wo auch immer der Bizeps mit drin ist, sorgt natürlich dafür, dass man auch meiner Auffassung nach für einen Zeitraum von locker 2-3 Monaten keinen Bizeps trainieren muss, ohne dass man da jetzt was dran verliert. Aus meiner Sicht hat sich da auch optisch so gut wie nichts getan, und wenn dann in einem Bereich, den ich dann auch in 3-4 Wochen wieder draufpacken kann, also es ist jetzt nicht so, dass ich keine Betätigung auf dem Bizeps hatte, gerade beim Rückentraining, wie ich es bereits sagte, wird natürlich gerade der Oberarm, der Armbeuger mittrainiert, aber so ein explizites Bizeps-Training ist bei mir seit einigen Wochen eben nicht drin. Und ich merke es auch mal wieder, selbst beim Bankdrücken oder sowas hat mir das einfach wehgetan. Eine Woche Pause hat mir jetzt auch einigermaßen gut getan, wobei ich auch da natürlich auf bestimmte Dinge Acht gegeben habe. In so einer Deload-Woche hat man Vorteile, einfach mentaler Stress, den man mal abbauen kann, körperliche Erholung und einfach vielleicht auch mal eine Woche so ein bisschen was anderes machen. Danach ist man viel bissiger, das macht eine Menge aus. Also wenn man nach einer Woche ohne Training oder eine Woche ohne Oberkörpertraining wieder reingeht, da will man wieder was wissen. Und vor allen Dingen der letzte Punkt ist, du kannst wieder Bestleistung erreichen, weil alle Muskeln komplett erholt sind. Das macht einfach wahnsinnig viel Spaß, wenn ich mir auf der Bank da mal wieder schön Gewichte drauf packen kann. Da stellt sich jemand dahinter und ich puste die mal ein paar Mal durch und bin dann am Ende überrascht, dass ich 2 oder 3 Wiederholungen mehr rausbekomme. Das macht einfach Bock, das macht einfach Spaß, es motiviert natürlich auch. Worauf sollte man auf jeden Fall immer achten, wenn man eine Deload-Woche macht? Also ich persönlich achte immer darauf, dass ich mit den Kalorien runtergehe, auch wenn es nicht unbedingt sein muss, für eine Woche jetzt mit den Kalorien runterzugehen. Es ist natürlich so eine Sache für sich. Ich meine, der Verbrauch geht runter, wenn man ohnehin schon frisst wie ein Scheunendrescher, dann sollte man sich darüber nachdenken oder dann sollte man darüber nachdenken, ob man in der Zeit die Kalorien überhaupt verbrennt oder verbraucht, ob man die überhaupt gebrauchen kann. Und ich bin dann so, dass ich sage, ja, bevor ich jetzt wieder unsauber aufbaue, gehe ich dann einfach ein kleines bisschen runter. Sicher ist die Mutter der Porzellankiste oder so ähnlich. Also ich bin dann halt so derjenige, der sich sagt, dann gehe ich halt 1000 Kalorien runter und gehe sie danach eine Woche wieder hoch. Das ist so eine Kopfsache. Ich glaube, jemand, der jetzt so ein typischer Hardgainer ist, der sollte das auf keinen Fall machen. Jemand, der sagt, ich bin sehr sensibel, was Hüftspeck angeht oder was jetzt jeglichen Aufbau von Körperfett angeht, oder ich habe generell schon Gewichtsprobleme, habe zu viel Gewicht drauf, der sollte natürlich in einer Woche, wo er nicht trainiert, seine Kalorienaufnahme anpassen, das heißt nach unten anpassen, weniger Kalorien, wenn du nicht trainierst. Mir hat diese eine Woche Oberkörper-Deload richtig gut getan. Ich habe mehrere Wochen hintereinander durchtrainiert. Ich denke Monate, etliche Monate. Und wenn man dann mal eine Woche keinen Oberkörper gemacht hat, da ist einfach wieder mehr Feuer da als je zuvor. Und das werde ich jetzt ausnutzen für die darauffolgenden Wochen. Ich hoffe, dass ich dann demnächst die 89, 90 Kilo knacke und packe und dass die Form dann immer noch gut aussieht, dass man zumindest im Ansatz noch ein Sixpack sieht, jetzt nicht brachial abgezeichnet. Aber ich denke, im Ansatz wird man bei mir noch was sehen. Und wenn es soweit ist, dann gibt es ein Body-Update. Also Sportsfreunde, das mal als kleiner Rückblick in den letzten Trainingswochen so bei mir. Lasst euch einfach mal mit auf den Weg geben oder lasst euch mal von mir sagen, es ist bei jedem Sportler so, bei mir ist es so, genauso wie es bei euch ist. Es gibt Hindernisse, es gibt Hürden. Über die Hürden könnt ihr drüber springen, die Hindernisse müsst ihr zur Seite schaffen, aber euer Ziel solltet ihr immer vor Augen haben. Euer Ziel muss anvisiert sein und ihr werdet euer Ziel erreichen, wenn ihr es schafft, diese Hindernisse und Hürden zu überwinden. Nichts bekommt da geschenkt, das ist ganz klar. Auch ich bekomme nichts geschenkt. Rückschritte sind klar. Manchmal fällt man einen Schritt zurück, um dann wieder 2 nach vorne zu kommen. Das, was ich erlebe, erlebt ihr auch jeden Tag. Und das, was ihr erlebt, erlebe ich genauso. Also am Ende kann ich nur sagen, das, was wirklich zählt, ist Disziplin, ein langer Atem, dranbleiben, motiviert sein und vor allen Dingen das Wichtigste, Spaß an der Sache haben. Ihr müsst wirklich Spaß an der Sache haben. Ihr müsst dann auch mal einen Rückschlag als eine Herausforderung verstehen und das Ganze sozusagen oder dem den ganzen Kampf ansagen. Dann macht die Sache wirklich Spaß und vergesst niemals, dass euch Training und Sport Spaß machen muss, Freude machen muss, dann werdet ihr erfolgreich sein. Alles klar, das war doch ein schönes Schlusswort, dann sehen wir uns einfach im nächsten Video, da gibt es bestimmt mal wieder was Lustiges, vielleicht von Muskelmoney oder so, werden mal sehen, macht's gut, viele Grüße, euer Simon.